Ja, die Demografie sehen wir augenscheinlich in der dualen Ausbildung oder in der gesamtschulischen Ausbildung, dass wir einfach deutlich weniger Menschen für die Schulen, für eine duale Ausbildung, am Lehrlingssektor sehen wir es, im Facharbeiterbereich sehen wir es. Und wir sehen natürlich auch die Zahlen. Wenn wir heute uns die Zahlen anschauen, aus der Statistik her, gehen wir heute davon aus, dass wir 2030 über 40.000 Menschen weniger im erwerbsfähigen Alter haben werden. Also das sind natürlich durchaus Herausforderungen und das sehen wir natürlich auch in den Regionen. Denn die Regionen sind natürlich die ersten, wo die Menschen gehen meistens dorthin, wo Arbeit ist, wo andere Perspektiven geboten werden. Und das ist so ein bisschen dieses Spiel zwischen Zentralraum und Regionen. Die Ortskernregelung, glaube ich, ist bei vielen guten Ansätzen eine, die kontraproduktiv werden könnte, weil es ist vorgesehen, dass alle 132 Gemeinden Ortskerne definieren können und in diesen Ortskernen sollen dann unbeschränkt Einkaufszentren errichtet werden können. Das ist unserer Meinung nach kontraproduktiv, weil es die Gefahr birgt, dass ganze Täler sozusagen von der Nahversorgung abgeschlossen werden. Ich glaube, dass wir uns einfach mit derselben Intensität, wie wir mit dem Zentralraum uns auseinandersetzen, auch klare Perspektiven für die Regionen aufbauen müssen. Und ein zentrales Thema bei all diesen Themen ist, wir müssen auch darauf schauen, dass wir vitale Unternehmen in all diesen Regionen haben. Nur starke, zukunftsfähige Unternehmen sind dafür verantwortlich, dass wir Perspektiven für Menschen bauen können, dass wir das Zutrauen von den Mitarbeitern, einfach haben, hier meinen Lebensmittelpunkt zu haben. Das ist dieser Lebens- und Wirtschaftsstandort, der es zu pflegen gibt. Das ist mir natürlich durchaus bewusst, dass die Stärkung und die Strahlkraft des Zentralraums wesentlich ist, aber ich glaube, dieses Gesamtpaket Kärnten ist ganz was Entscheidendes. Es ist der Tourismus wichtig, es sind die Gewerbebetriebe wichtig, es sind die Dienstleistungen, die Transporteure. Ich fahre natürlich heute mit einem kleinen Packerl auch nach Heiligenblut. Und daher muss diese Infrastruktur für all diese Themen auch vorhanden sein. Naja, kleine Kommunen haben viele Vorteile, indem sie ja noch die Nähe zum Bürger haben. Ja? Und auch eben die Kenntnisse, sich auf kleinere Bereiche, kleinere Gemarkungen beschränken, sodass man das Gesamtbild im Auge hat. Ja? Insofern sind kleine Kommunen eigentlich prädestiniert, ja, eine demokratienahe Politik zu betreiben, ja, wo der Bürger mitmacht und wo man weiß, worüber man spricht. Um die Friedhofsmauer zum Beispiel, die defekt ist. Ja, und da ist es traditionell in kleinen Kommunen so, dass irgendeiner in den Gemeinderat kommt und sagt, unsere Friedhofsmauer ist kaputt an der Stelle, wo der Weg vom Wasserplatz in den Friedhof kommt. Da sagt der Zweite, das habe ich auch schon gesehen. Und der Dritte sagt, wir haben jetzt Frühling, wir müssen uns das alle angucken und dann anpacken, dass wir im Herbst damit fertig sind. Heute ist es so vielfach, wenn solche kleinen Kommunen nicht mehr existieren, weil sie eingemeindet sind und in Großgemeinden jetzt ihr Leben fristen, dass dann heute langwierige und wiederholte Reisen stattfinden von entfernten Kommissionen, ja, in den Großgemeinden und darüber eben nachdenken, darüber beraten. Wobei in diesen Kommissionen kein einziger Lokaler mehr vertreten ist. Das ist eine Entwicklung, die dem Land schadet und die für Verdruss an der Basis sorgt.
wir wollen sensibilisieren. Wir wollen im Prinzip aufmerksam und auf Aufmerksamung, wenn dein Gegenüber seinen Arbeitsplatz nicht mehr hat, dann wird er zukünftig auch bei Ihnen nicht mehr einkaufen können, weil einfach die Voraussetzungen fehlen. Einfach zu sensibilisieren, zu sagen, was kann ich hier vor Ort tun, wie stärke ich meine Umgebung, wo ich zu Hause bin. Denn das, eine schöne Umgebung, eine intakte Umgebung zu haben, ist, glaube ich, für jeden Einzelnen was Wesentliches. Mit den Bürgern und mit den Landgemeinden, die noch existieren, etwas bewirken kann. Das ist die eine Ebene nur, die man braucht für ein Überleben der Dörfer oder ein Verhindern der Landflucht. Das andere ist die Zentralen in Politik und Gesellschaft. Die müssen genauso viel tun für das Land, eigentlich noch mehr. Und die tun im Moment aus meiner Sicht zu wenig. Ja, sie haben zu wenig Respekt gegenüber dem Land unten und geben zu wenig Unterstützung und sie geben zu wenig Gestaltungsfreiheit. Ja, ein Beispiel, die Schulen, ja, da wird von oben vorgegeben, die dörfliche Schule muss mindestens 60 Kinder haben. 5 Jahre später, sie muss wenigstens 40 Kinder haben. 5 Jahre später, sie muss wenigstens 20 Kinder haben. Das sind Rigorismen, die unten nur schaden. Man muss da den Kommunen mehr Gestaltungsfreiheit überlassen und nicht noch eins oben draufsetzen, wie das auch passiert, wo in Landesentwicklungsplänen festgelegt wird, dass Dörfer unter 2000 Einwohner keine Bau- und Gewerbeentwicklung mehr haben dürfen. Das sind K.O.-Schläge für das Land. Damit schadet man der Basis des Staates und auch den Betrieben, die dort sind, die erweitern möchten und wo Weltmarktführer sind. Also es muss unten Bewegungsfreiheit bleiben und es muss oben mehr Respekt und Unterstützung und Gestaltungsfreiheit zugelassen werden. Die bessere Regelung wäre, wenn wir wirklich klar zentrale Orte definieren, wo Einkaufszentren erlaubt sind und nicht in jeder, auch in jeder kleinsten Gemeinde das zulassen. Denn wir wissen aus schlechter Erfahrung, dass Projektentwickler und dass die großen Händlerketten sich ganz gezielt an Bürgermeister aussuchen und dort, wo es nicht unbedingt aus raumordnerischen Gründen gut wäre, diese Einkaufszentren errichten.